Herzlich willkommen zu diesem Kurzvideo zu den Windows 11 Grundkompetenzen. Diesmal geht es um das Zippen und Entzippen von Dateien. Zuerst zippen wir mal Dateien. Was ist das? Man wählt mehrere Dateien und möchte diese Dateien zum Beispiel per E-Mail oder in einem anderen Weg dann an jemand anderen versenden. Und da ist es natürlich nicht geschickt, diese 5 Dateien einzeln zu versenden, sondern als eine Gesamtdatei. Ich habe es jetzt hier markiert, gehe jetzt auf rechte Maustaste und wähle hier jetzt in ZIP-Datei komprimieren. Dann entsteht hier eine Datei, die heißt in dem Fall 01zip. Ich möchte es jetzt anders benennen, nennt es jetzt A, B, C, D zum Beispiel zip. Und das hier ist jetzt ein zip-komprimierter, wenn ich sie größer mache, ein zip-komprimierter Ordner. Und diesen Ordner könnte ich jetzt hier versenden. Ich wähle jetzt diesen Ordner aus, schneide ihn aus mit der Tastenkombination Steuerungstaste X. Das wird hier leicht hinterlegt, gehe in den Ordner A, B, C und da kopiere ich nochmal hinein. Mit Steuerungstaste V oder rechte Maustaste einfügen, kann ich das ebenfalls machen. Jetzt habe ich hier diese Datei und wenn ich da jetzt hineingehe, sehe ich hier diese ganzen einzelnen Dateien, die ich vorher kopiert gehabt habe. Ich kann sie aber nicht verwenden, weil sie noch in der ZIP-Datei sich befinden. Ich gehe wieder zurück in diesen ABC-Ordner. Damit ich sie verwenden kann, muss ich sie entzippen. Ich gehe wieder rechte Maustaste, wähle wieder rechte Maustaste, gehe auf alle extrahieren. Er fragt mich, wo ich sie hinein extrahieren möchte, in welchen Ordner. Und dann hätten wir den Ordner 0abcd. Den würde er jetzt erstellen und darin würde er dann die ZIP-Dateien hineinpacken. Das machen wir. Ich klicke auf Extrahieren. Und er hat diesen Ordner jetzt hier errichtet. Den schaue ich mir jetzt an. Und tatsächlich befinden sich darin dann diese ZIP-Dateien, diese vorgezippten Dateien. Und das war es eigentlich schon. Danke für deine Aufmerksamkeit.